Als ich hier angefangen habe zu arbeiten, da waren wir noch im Montagegebäude in der zweiten Etage, in einer sehr kleinen Lackiererei. Jetzt, 2023, ist das neue Lackierhaus fertiggestellt worden, in dem deutlich mehr Platz ist, die Bedingungen deutlich besser sind, sehr moderne Einrichtung hier ist und das hilft uns natürlich sehr weiter für die Zukunft auch. Ich arbeite jetzt seit 1.8.2018 hier, bin gelernter Fahrzeuglackierer, habe vorher in der Automobilbranche gearbeitet, bin durch die Initiativbewerbung zu Steinway gekommen, bin dann zum Vorstellungsgespräch hergefahren, habe dann erst gemerkt, was hier eigentlich gemacht wird. Die hochwertigen Produkte, die Handarbeit, wie es hier abläuft und das ist was ganz anderes und natürlich auch was Besonderes ist im Gegensatz zu den ganzen Tag Autos lackieren. Und dann habe ich halt meine neue Herausforderung gesehen, das auf jeden Fall zu machen. Ich bin in der Abteilung Fertigung, Lackierung und bin als stellvertretender Teamleiter eingestellt und mache ein paar administrative Sachen, kümmere mich um den Teilefluss, um Bestellungen, um Qualitätskontrollen, Schichtstärkenmessungen von den Instrumenten, von den Teilen. Das sind so meine Aufgaben. Bei uns ist es so, dass wir die Flügel im Rohzustand bekommen. Danach gehen sie zum Abkleber, werden von unten abgeklebt, von oben abgeklebt, gehen in die Grundierung, die einen Tag trocknet, werden dann nochmal geschliffen, dann werden die Schriften aufgebracht, dann wird der Flügel lackiert, genauso wie die dazugehörigen Teile. Und dann wandern sie in die Trocknung und werden hier 8 Tage getrocknet und dann sind sie bei uns fertig. Zu der Qualitätskontrolle gehört die Schichtstärkenmessung. Ist deswegen notwendig, weil die Flügel im Anschluss geschliffen und poliert werden und ungefähr die Hälfte des Lackaufbaus wieder abgetragen wird. Da gibt es so eine Grenze, die wir uns gesetzt haben, die beträgt 600 µ. Mal zum Vergleich, ist es 0,6 mm an Lack, die da überhaupt drauf sind. Und das wird im Ultraschallverfahren gemessen bis aufs Holz runter. Und es ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir die Schichtstärke erreichen, damit halt in der nachfolgenden Abteilung nicht durchgeschliffen wird, zu wenig Lack drauf ist. Um hier arbeiten zu können, sollte man auf jeden Fall in der Lackierung Erfahrung haben. Als Fahrzeuglackierer, Industrielackierer, irgendwo aus der Richtung auf jeden Fall kommen, dann hat man die besten Chancen. Ich habe jeden Tag andere Aufgaben, neue Sachen, die erledigt werden müssen und das ist eigentlich das Beste. Dadurch, dass man eigentlich zur Arbeit kommt und nie weiß, was einen diesen Tag erwartet, ja, das macht es hier tatsächlich für mich aus. Ja.